Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Heute geht es endlich weiter, ja, mit dem Let's Play. Und auch für mich hatte jetzt eine längere Pause, hatte verschiedene Gründe, einfach keine Zeit und so weiter. Also ja, für mich geht es dann heute auch weiter, wie auch für euch. Sehr, sehr nice. Ich habe mich auch ja ein bisschen nachgesehen, sage ich ganz ehrlich. Es macht ja dann doch wieder sehr, sehr viel Spaß, wie ich gesagt habe schon, oder sehr oft schon gesagt habe. Ja, wir sind bei der Spezialsagen oder Sagas angekommen. Wir haben ja das mit Bardock gespielt, dann das haben wir gespielt mit Willow. Jetzt sind wir bei Trolls angekommen und dann noch hier beim bei Slugs, also der Mikerner. Die beiden werden wir heute spielen wahrscheinlich. Und ja, ich glaube, das ist ganz gut, oder? Eine Folge, zwei Spezialsagas. Oder sagen, ich weiß nicht, Leute, schreibt bitte in die Kommentare, wie die Mehrzahl ist von sagen. ja, gut, das ist ein anderes Thema. Ich habe sehr Bock, ich will jetzt gar nicht so viel reden, aber ich will mich auch hier jetzt mal wieder bedanken an alle, die dabei sind, immer die Videos liken, mit mir hier in Erinnerung schwelgen, denn das ist ja ein bisschen das Thema von diesem Kanal. Mir macht es einfach viel mehr Spaß, alte Spiele zu spielen, die mich früher sehr ja, berührt haben und immer noch, uns immer noch tun. Deswegen, ja, sehr cool, dass immer so viele mit dabei sind, die dasselbe fühlen wie ich. Das ist sehr, sehr nice. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei und ja, ich würde sagen, jetzt geht's los mit den Crazy Guy Trolls. He really looks like Goku. Ich bin gespannt. Ich weiß selber nicht mehr alles. Also rein. Komm, wir gehen rein. Da ich ja eben nicht alles weiß immer, ne, von den Spezialsagen. Und ihr jetzt wisst, zum Beispiel bei Turtles zum Beispiel, da habe ich die Background-Story gar nicht so parat. Wenn ihr Bock habt und ihr sagt, ich bin voll drin, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, ne, also das schon mal erwähnt. Das würde mich sehr freuen, würde ich sogar anpinnen, wenn ihr ein bisschen, ja, zu der Folge so Trivia-Wissen, in die Kommentare schreiben wollt oder könntet. Also ist natürlich kein Muss, aber wäre natürlich sehr cool, ne, für alle Beteiligten, auch für mich natürlich. So, wir spielen als Goku natürlich. Und ja. So, let's go. Ah, wieder reinkommen. Es ist lange her, Leute. Ich sag's, wie es ist. Solarflare, Kaioken, Kamehameha. Kaioken war ganz nice, glaube ich. So, Kaioken, wie machen wir die nochmal? Ach shit, okay, ich bin so raus. Kamehameha geht so, okay. Trifft natürlich nicht. Easy. Okay. Nein, okay. Das ist nicht gut. Nein, wie fände ich nochmal das? Oh, Leute, es ist nicht cool. Ah, okay, mit B kann ich defenden, okay, gut, ja. Ist ein Reinkommer. Nein, okay, wir müssen jetzt mal ein bisschen Damage machen. Wir haben noch keinen einzigen Hit gelandet, das ist ja traurig. Okay. Nein, okay, er ist stärker als gedacht. Das ist schon mal so viel dazu gesagt. Oh shit, okay. Ja, okay, das läuft nicht gut. Sag ich ganz ehrlich. Okay, hittet jetzt mal, nice. Okay, das war jetzt natürlich wild, Leute. Das war wild. Wir können auch nicht, keine KI laden, leider. Ich weiß nicht, weil wir KI haben oder so. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber wir machen mal ein bisschen Nahkampf. Ich weiß nicht, ob wir es noch schaffen werden. Das wäre natürlich. Nice. Oh, nice, okay. Wollte ich gar nicht, sage ich ganz ehrlich. So, Kamehameha. Okay, das hittet. Nice. Da vielleicht leider nicht getroffen, aber gut. Ich habe ja schon mal gesagt, oder ich möchte es hier nochmal erwähnen.
weil mich ein paar gefragt haben, ob ich noch andere Spiele spielen könnte, also andere Classic Games, wie zum Beispiel Pokémon wurde oft gefragt, tatsächlich, Pokémon. Ich sterbe jetzt nicht so schlimm, war nicht so gut, ich musste reinkommen. So, wir werden das nochmal spielen. Ich erkläre gleich weiter, ne? Also, ja, Pokémon war oft gefragt, wo ich natürlich sagen muss, was ja meine Idee war, sowieso Pokémon zu spielen. Irgendwann, die rote Edition oder so. Oder Crystal hätte ich Bock drauf. Aber, das große Aber ist natürlich, dass ich finde es nämlich so besser, dass ich nur immer zwei laufende Let's Plays habe. Denn sonst komme ich durcheinander und komme nicht hinterher. Und das sind so lange Spiele, auch immer früher waren es auch krass lange Spiele. Zum Beispiel Yu-Gi-Oh! Dark Force Evolution geht so lange. Also da werden wir noch ein bisschen länger ran klammern. Auch hier schon, auch hier mit Tenkaichi 3 ist ein sehr langes Spiel tatsächlich. War sehr nice, was auch sehr cool ist natürlich, ne? Also früher war eben nicht alles DLC, da war direkt alles drin. Plus DLC, wenn man so will. Also, das ist schon krass gewesen früher. Und ja, das ist natürlich das Ding. Man bekommt den richtig fertiges und vor allem ein Spiel mit sehr viel Features, das eben dementsprechend auch dann zu bedeuten hat, dass das Ganze länger dauert. Was heißt dauert? Länger Spaß macht und ich eben länger an so Spiele sitze, was aber völlig okay ist, ne? Also wir haben ja jetzt alle Zeit der Welt, finde ich. Deswegen, ja, werde ich, um die Frage zu beantworten, definitiv auch Pokémon spielen, denn das ist natürlich auch meine Kindheit. Und auch andere Classic Games, ne? Sowas wie Need for Speed hatte ich im Sinne von früher. Aber ihr könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr sagt, ey, ich spiel das mal, spiel dieses Game mal. Das war früher mein Lieblingsgame früher auf der Nintendo 64, PlayStation 2, PlayStation 3, wie auch immer. Vielleicht, wenn hier wieder ein Slot frei wird, werde ich das spielen. Wenn es mir denn gefällt, ne? Aber ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, weil ich wollte eben vor einem Format machen, wo ich Spiele teste, die euch gefallen haben. Also wo ich ein Video mache, um zum Testen, ich schneide und meine Meinung dazu sage, wenn ich das noch nicht selber gespielt habe, ne? Also vielleicht gibt es ja Spiele, die ich auch gespielt habe, die ihr eben auch schon gespielt habt, dann wäre es umso besser. Logischerweise. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen wieder ein bisschen besser spielen. Aber es sieht nicht so schlecht aus. Ja, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Würde ich mich sogar sehr drüber freuen. Tatsächlich. So, wir können was triggern. Machen wir doch. Okay, Genki Gama. Okay, lange Cutscene irgendwie. Ungewöhnlich für das Spiel, finde ich. Bisher hatten wir noch nicht so eine lange Cutscene, aber ich will nichts für reden. Aber cool. Ist cool, feier ich. Oh shit, okay, geht weiter. Ah, Mist, okay. Ist leider wieder ein Mehrphasenkampf, muss ich sagen. Oh shit, okay, ist krass. Er ist sehr krass. Ah, nein! Okay, das wäre dumm. Ich muss ein bisschen heran, glaube ich, wegen Kaioken. Sonst hindert die nicht. Aber das ist ja ein bisschen Spam, Leute. Er hat so viel Leben. Ich will jetzt eigentlich das schaffen. Ich glaube, wir sind ein bisschen Kaioken, glaube ich. Ist ein bisschen lame. Ah, okay, können wir das... Na, das können wir nicht dodgen, nice. Reicht es? Es reicht, aber... Er gewinnt.
Nein, Leute, nein, tut's nicht. Oh, ich kann triggern, nicht sterben. Ah, okay, ich hoffe, das war's jetzt. Denn noch ein Fight überleben wir nicht. Okay, Gekigama, komm. Nice, nice. Okay, sehr schön. Ah, es war's, okay. Es war knapp, gebe ich zu. aber cool. Heißt, Turtz wurde besiegt. Sehr schön. Nice. Okay, cool. Das lief dir auch ganz okay, sag ich mal. Fürs Reinkommen haben wir natürlich ein bisschen schwer getan, gebe ich zu, aber an sich war es ganz okay. Okay, wir safen natürlich. So, dann jetzt gegen Flux. Gegen den Namekiana. Okay. Okay, wir reden nicht zu viel. Let's go, oder? Let's go. Lustig ist ja, den Film habe ich sogar hier auch. Ja, den habe ich mir auch mal gegönnt. Weil ich den Film eigentlich ganz cool finde. Nicht der beste Film, aber irgendwie hat er einen Vibe, den ich irgendwie cool finde. Mit diesen Halb-Saiyajin von Goku. Okay, wir gucken wir immer erstmal wieder rein in den Skill, aber wir haben immer dieselbe Tango. Das ist ganz gut eigentlich, da kann ich ein bisschen drauf einstellen. Den Kaioken feiere ich eigentlich ganz gerne, diesen Kaioken Dash-Angriff, der ist ganz, ganz nice. Ist ein bisschen unfair, glaube ich, aber gut, aber er ist nice. So, okay. Okay, das können wir dodgen, glaube ich. Nice. Nein, okay. Okay, ist krass. So, ja, ist ein bisschen stärker. Wird, glaube ich, später noch relativ nervig, wenn ich mich recht erinnere. Bin mir nicht mehr sicher. Wenn ich spoiler hier nichts, glaube ich, wenn ich sage, dass er später größer wird. Und da wird es ein bisschen nervig, weil man da wieder ein bisschen Attacken spammen muss. Aber gut, schauen wir mal, ne? Schauen wir mal. Mal schauen, ich werde jetzt mal meine Ulti machen. Vielleicht hittet sie ja mal. Go. Nice. Nein, doch nicht. Es sah so aus. Es sah so aus, als würde sie hitten. Aber leider nicht. Leider nicht. Leider nicht. Okay. Ah, wir können was triggern. Okay, dann. Ich wollte gerade sagen, wir probieren es doch mal dann gleich. Ich glaube, wenn er groß ist, dann ist es ein bisschen besser mit der Ulti. Okay. Jetzt nochmal Ulti. Ah, ich glaube, es wird nicht klappen, oder? Doch. Nice, okay. Okay, das hat sehr epidemisch gemacht. War sehr, sehr, sehr nice. Das hat sich gelohnt. Das hat sich tatsächlich gelohnt. Oh, shit. Nein. Das haben wir verkackt. Das war bad luck. Unlucky. So, bisher ist er ein bisschen schwächer, finde ich, als zum Beispiel Turtz. Der war ein bisschen stärker. Vielleicht sind wir auch jetzt ein bisschen reingekommen wieder, ne, ins Gameplay. Das, kann natürlich auch sein, ne? Also sehr gut möglich. Das wird zum Teil sogar sein. So, wir hauen nochmal die Ulti raus. Eventuell hittet sie ja wieder. Richtig, okay. Okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Dann sage ich ganz ehrlich.
Okay. Jetzt haben wir den riesen Slug. So, wir haben hier volles Leben. Nice. Reich. Gut ist jetzt natürlich, dass wir mehr Fläche haben wie unser Ulti. Das ist natürlich sehr nice. Bedeutet, wir werden direkt mal unsere Ulti rausballern, denn umso größer er ist, umso besser eigentlich. Zumindest hier für diese Attacke. Und das Kamiha, der Kamehameha, hittet natürlich jetzt viel besser, ne? Ist ja logisch. Okay, das war unerwartet. Dasselbe nochmal. Easy. Ah, okay, er ist gedodged. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Oh, okay, es war nice. Nice Move. Problem ist halt, unser Kaioken ist jetzt nicht mehr zu gebrauchen. Denn, ja, dann gegen so große Gegner wirkt sie leider nicht. Was logisch ist. Okay, die hittet wieder. Nice. Okay, die macht schon gut Damage, oder? Die macht schon sehr, sehr gut Damage, die... diese Genkigama. Ah, schade, okay. Okay, kann man nicht immer haben. Nicht immer das Glück. Aber aus Kamiha. Kamihameha, besser gesagt. Ist, okay. Okay, nice. Das war auch Slug. War relativ einfach, sag ich mal, ne? Hätte gedacht, wenn er groß ist, wird es ein bisschen schwieriger, aber gut, es war eigentlich relativ easy. Muss ich sagen, von daher, ja. War doch ganz, ganz nice. Da bekommt auch wieder ein bisschen Geld für. So. Okay. Nice. Speichern. Nein, wir wollen speichern. Verklickt mich immer wieder. Ah, okay. Das hat wieder Spaß gemacht. So. Okay, Leute. Wir haben wieder zwei Sagen gemacht. Oder Sagas. Das nächste Mal geht's gegen Gallic Junior. In der nächsten Folge und gegen Cooler. Also den Bruder von Freezer. Also, ja, es geht nice weiter. Wir spielen wahrscheinlich bei Piccolo und dann wieder mit Super Saiyan Goku. Also es wird nice. Ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen. Die Folgen gehen ein bisschen kürzer, das hat einfach den Grund, dass ich erst weniger Zeit habe aktuell wieder. Und ich natürlich, es aber passend ist für mich, weil ich immer zwei Szenarien oder zwei Kämpfe in einer Folge packen will. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ja, wir werden jetzt doch das durchspielen. Wir haben nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Stück noch, okay. Das ist doch nice. Zweimal Broly noch dabei. Janemba, wie cool. Es wird nice, glaube ich. Dann noch die Dragon Ball Saga, also die Classic. Die ist, glaube ich, relativ kurz. Dann sind wir durch, eigentlich. Ja, aber es wird noch nice. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, schreibt das gerne mal in die Kommentare, was ihr alles davon hält. Freut mich immer, dass ihr dabei seid. Freut mich immer, dass ihr das Video liked und kommentiert oder auch den Kanal abonniert. Oder einfach, dass ihr dabei seid. Immer sehr, sehr nett. Vielen, vielen Dank dafür. Und ja, in diesem Sinne sage ich, ja, bis zur nächsten Folge. Haut rein und ja, ciao.